Am Telefon, wer ist da? Jawohl, Kessler, Capitaler Fokus. Schönen guten Tag, hallo. Hallo, was geht? Ja, nicht viel. Und bei Ihnen? Boah, Frühstück gerade gegessen. Wunderbar, ich hoffe, es hat geschmeckt. Ah, bestens, Ganz kurz. bestens. Ja, was gibt? Grund meines Anrufs ist der. Sie hatten sich vor 3 Tagen, na, für ein Handelskonto registriert. Ha? Über die 56. Über die 56? Ja. Was heißt das? 56, ne? Das ist letztendlich ein Funnel, ne? Also sprich ein Partner. Ich Ne? habe Haben sich was angesehen. überhaupt keines Ahnung von solchen Sachen. Ja, sie haben sich aber was angesehen, ne? Zum Ja, Thema gucken. Trading beziehungsweise Bitcoin oder dergleichen, ne? Ja, richtig, richtig. Wollte ich gucken, aber ich habe Genau. ehrlich nicht verstanden, diesen Ja, oder Scheiß direkt. haben sie ja ihren Namen und ihre Nummer hinterlassen und alles, ne? Ja, das ist schon richtig. Ich habe nur überhaupt Genau. nicht kapiert, was das, wie das geht und so. Gut, das ist ja erstmal nicht schlimm, ne? Letztendlich, Sie haben sich präregistriert, ne, für ein Handelskonto, Aber was habe ja? ich? Sprich, für ein Handelskonto haben Sie sich präregistriert, Was ja? heißt das? Das heißt erst einmal nichts Tragisches, ne? Gut. Trading am Markt, ne? Sprich, mit Aktien, mit Kryptowährungen etc., ne? Sich ein Zusatzeinkommen, also sprich, ein Zusatzeinkommen zu generieren, beziehungsweise sein Kapital für sich arbeiten zu lassen, ne? Also Kapital, das halt sonst nur rumliegt. Na, oder womit die Bank arbeitet letztendlich, ne? Ja, gut. Denen braucht man das ja Genau. nicht zu geben. Nee, tut man ja letztendlich auch nicht, ne? Ich meine, solange es auf dem Konto liegt, ne, arbeitet halt ihre Bank damit, ne? Dann macht die genau das, ne? Also dann geht die damit traden letztendlich, ne? Und So, vermehrt das Ganze. habe ich nie drüber denken. Na, aber das ist ja so, ne? Das ist ja genau so. Das ist ja auch, das macht ja jede Bank so. Letztendlich, ne? Das wiederum hier, na, ist letztendlich eine Möglichkeit für Sie, na, Ihr Kapital dann für sich arbeiten zu lassen, na? Cool, und wie, ich habe nicht verstanden, wie funktionieren, was So. passieren? Wie das funktioniert, na? Trading, Ja. na, funktioniert letztendlich so, es werden Positionen geöffnet, na? Auf den Kursverlauf, na? Von Aktien, von Kryptowährungen, von, sämtlichem, na, also Rohstoffe, Währungspärchen etc., Was für ein na? Pärchen? Währungspärchen, Was na, heißt also das? verschiedene Währungen. Währungspärchen heißt nichts anderes wie Euro, US-Dollar, US-Dollar, Euro, Euro, türkische Lira etc. pp, na? So viele Genau, Sachen. na, also sämtliche Währungen. Ja, der Markt deckt ja alles, na, das deckt ja das ganze Spektrum letztendlich, na? Ist gut, oder nicht? Das ist eine solide Geschichte, ne? Wenn Sie das jetzt nicht ohne Vorerfahrung, also wenn Sie nicht einfach quer einsteigen ohne Vorerfahrung und das Prinzip Roulette anwenden, ne? Dafür können Sie auch ins Casino, dann ist das eine grundsolide Sache an und für sich, ne? Ich kenne nur russische Roulette. Ja, aber russisch Roulette, ne? Da, ja gut, ne? Einer Da verliert geht ja nur immer, einer, Blät. da ich wollte gerade sagen, da geht ja nur einer lachend vom Tisch, ne? Ja, richtig. Es sei denn, man spielt mit er, mit Frau, dann groß, dann egal wer gewinnt, alle weinen. Das ist richtig. Aber sollte man ja nicht Gut, machen mit das Frau. nein, nein, das sollte man vielleicht nicht gerade machen, ne? Außer man Hahaha. plant, sie auszutauschen. Das Austauschen, sehr nette Wort dafür. Man sollte machen mit Schwiegermonster. Oder nie? Auch nicht? Ja, manchmal, ne? Es gibt schon Momente. Den müssen ja erledigt werden. Na, so weit wollen wir nicht gehen. Ah, doch. So, und was, bei dir kriege ich jetzt dieses Dogecoin oder was? Bitte? Kriege ich bei dir dieses Dogecoin? Auch, ja. Krass. Da habe ich bei Internet ganz viel gelesen. Da dachte ich, okay, ja, guckst du mal. Ja, klar, ne? Ist ja auch, wie gesagt, Sie müssen es ja auch nicht alleine machen bei uns, ne? Was heißt das? Trading, ne? Ja. Heißt, Sie kriegen einen Analysten zur Seite gestellt, ne? Mit dem Sie zusammenarbeiten können. Eines Also für Helfer, Sie, so sagen? Ein Helfer? genau, ein Analyst, der einfach schon jahrelang Expertise hat, ne? Am Markt und dementsprechend. Krass. Das ist gut. Und was muss ich machen?
letztendlich zu Beginn nicht viel. Na, ich selber bin ja nur für die Administration bzw. für den Verifikationsprozess des Handelskontos zuständig. Na, heißt, wir müssten das natürlich verifizieren. Na, und ein bisschen Startkapital bräuchten Sie auf dem Handelskonto. Okay. Genau. Ja, ich höre. Ich dachte, Sie hatten eine Frage, na, Ist alle weil gerade wir so, alle gerade so zwischen den viel. Ich Geschäften. so vieles fragen, wir besser gucken, wann eine Frage kommt bei ein Ding, was wir machen. Verifikationsprozess heißt letztendlich nichts anderes als, dass Sie, also es ist wie bei der Bank, na, auch, werden natürlich Dokumente benötigt. Heißt, Vorder- und Rückseite eines Ausweisdokuments sowie Wohnsitznachweis, na, in Form einer aktuellen Telefonrechnung oder dergleichen. Na, und im Anschluss dessen, na, können Sie Kapital draufpacken, na, beziehungsweise das Ganze kapitalisieren. Na, und genau, na, im Anschluss dessen, wenn das alles erledigt ist, na, und das auch auf Ihrem Handelskonto drauf ist, na, würde ich mit Ihnen ein Erstgespräch mit einem Analysten terminieren. Gut, und was kann man verdienen bei das Trading? Das ist in Zahlen immer schwer zu sagen, ne? Also das kann man eigentlich in Zahlen nicht sagen, ne? Also nicht in festen Beträgen. So viel, das kann Na, man nicht aussprechen. nein, das hat nichts mit der Menge zu tun, ne? Und das hat auch nichts mit irgendwie sonst was zu tun, sondern es lässt sich einfach prozentual besser sagen, ne? So. Und wie viel ist Prozenten dann geben? Also so 10% im Monat sind schon möglich. Ja, wirklich? Das ist gut. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja, nicht einschlafen. Ich schlaf nicht ein, um Himmels Willen. Ich dachte, von Ihnen kommt noch was. Jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Ne. Na, dann waren wir schon zwei, von denen nichts kommt in dem Moment, ne? Ja, richtig, ist nichts gut. Nee, 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 nee. Mir fällt heute auch So, irgendwie, wie ich machen hab, wir mir das? fällt heute irgendwie nichts ein. Ja, da ist aber kontraproduktiv. So, wie machen wir das jetzt, ha? Weiß ich Soll ich nicht. Ihnen eine Mail schicken? Wie Nee, wäre das? kann ich nicht. Ich mache lieber Warum? sprechen mit einem Menschen. Ach so. Sie haben ja eine E-Mail hier hinterlegt, ne? Bestimmt, Haben Sie ja klar. mit angegeben. Welche haben Sie denn angegeben? Wissen Sie das noch? Keine Ahnung. Ich hatte gesoffen wie ein Schakalen. Ah. Gut. Wie wollen wir weiterverfahren? Erklär, was muss ich machen? Wie funktionieren? Wie anfangen? Das habe ich gerade erklärt. Ja, aber was muss ich machen jetzt? Ich warte hier. Ja, wo denn? Computer. Oder Am was? Computer. Ja, was Also soll schon ich denn jetzt vorbereitet. machen? Nie nichts vorbereiten. Ich sitze hier Ja, beim jetzt, Zocken. jetzt. Beim Zocken, was zockst du denn? Diablo 2 bled. Diablo 2. Warum 2? Warum nicht? Ist das Beste, was gibt. Ah, kommt jetzt ein Remake. Ich weiß, deswegen. Und das Krasse ist, Ah, schon mal warm spielen. kannst du deine Save Game von alten Computer kannst du importieren. Darum du guckst du mal ein bisschen, ob du alte Save Game noch finden und dann kann man die mitnehmen. Na klar, warum auch Das ist doch nicht? krass, oder nicht? Gut, Was war fangen wir so an. deine Lieblingsklasse bei Diablo 2? Sag mir. Willst du das wirklich wissen? Ja, klar. Wenn du kennst, können wir mit zwei Fachleuten sprechen. Nein, 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 nein. Dafür haben wir nicht genug Zeit, ne? Also, Der Tag hat so weit kann ich jetzt 24 nicht abdriften. Stunden. So, Necromancer, ne? Krass. Gift oder Beschwörer? Beschwörer. Krasse Scheiße, Blöd. Der Arm von König Leoric reicht bis ins Jahr 2021. Da siehst du mal. Scheiß Nostalgie, Blöd. So, jetzt sag mir, was muss ich machen? Gut, erstmal musst du dich wieder einloggen, ne? Wo In denn? das, was du schon erstellt hast. Das ist Tage Capitalo her. Focus. Warte, muss ich mal eben gucken. Wie Also schreiben? CA. CA?
PI. Na? TAL. Der AL. OF. Okay. FO. FO, ja. CUS.com. Capitalo Focus, ist das Latein? Nein. Was ist das für ein Sprachen? Englisch. Okay, kann ich nicht. Ja, ich erinnere, da ist das alte Mann auf dem Board. Genau. Gut. Na? Oh, das Seite gibt auf Russisch, sehr gut. Ja, damit bin ich nur nicht so bewandert, Das ne? ist ja egal, dann nehmen wir Deutsch. Ihr Name ist aber nicht typisch russisch, ne? Warum nicht? Na, das habe ich so noch nie gehört. Warum ist Kadyrov nicht russisch? Bitte? Warum ist Kadyrov nicht russisch? Na, den Namen haben sie aber nicht angegeben. Was steht da? Bandirokan oder Das ist sowas. meine Kumpel, der hier auch wohnt. Ach so. Wir zusammen gucken, soll ich dir den geben? Ja, kannst du mir den geben? Oder wir können weitersprechen. Ich kann hier. Na, also Also, wenn muss. Shandib dein Kumpel ist, ne? Kann Der ich kommt aber das? nicht aus. Der. Ha? Wo kommt denn der her? Das ist doch kein russischer Name. Ne, das ist Inder, das ist von Indien. Ah, der ist Inder. Der ist Inder, richtig. Na, guck an. Ja, kann ich das denn jetzt machen, wenn der sein Name geschrieben? Habe ich gesagt, soll der meines machen? Wir können das ändern, ne? Letztendlich, du brauchst ja das Passwort und alles, ne? So, Das. wessen E-Mail ist denn da angegeben? Welches E-Mail steht da? Weiß ich nicht. Ja gut, das müsst ihr ja wissen, ne? Ja, wenn das seines Name, dann bestimmt seines E-Mail. Warte, ich frage dich mal. Schandible! Komm mal her! Du, das ist Bitcoin-Scheiß da. Welches E-Mail hast du genommen hier bei der Seite? In Berlin. Red mal mit dem, das ist das Agent von der Seite da. Ja, hallo? Hallo? Ja, Kessler, schönen guten Tag, Ja, hallo. das Schandi, hallo? Was ist das Problem? Hallo? Was für ein Typ. Um das Ganze aufzulösen. Capital of Focus. Scam-Webseite. Steht auf den ganzen typischen Seiten, dass das Abzocke ist. Aber das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir da einen hatten, der richtig Deutsch gesprochen hat. Da müssen wir mal so Kreuz bei Kalending machen, blöd.